nach der Rede von Müller und der Wahl von Daniel Günther, da gab es natürlich hier noch einiges abzuarbeiten in der Länderkammer. Im Fokus standen dabei erstmal zwei Initiativen von Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, wo es um das Thema geht, wo Windräder gebaut werden dürfen und wer dabei mitsprechen darf. Brandenburg beispielsweise schlägt vor, dass die Kommunen sagen dürfen, wo Windräder entstehen sollen. Und Nordrhein-Westfalen fordert, dass die Bundesländer mitsprechen dürfen, wenn es darum geht, wie weit der Mindestabstand zwischen Windkraftanlagen und beispielsweise Wohngebieten sein soll. Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg, hat hier als Erster das Wort ergriffen. Brandenburg und ich glaube auch die meisten, die hier heute im Raum versammelt sind, wollen eine erfolgreiche Energiewende. Das muss für uns ein ganz zentrales Anliegen bleiben. Ein Erfolg kann die Energiewende aber nur dann werden, wenn sie bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort weitgehend akzeptiert wird und wenn die konkret betroffenen Menschen ausreichend mit einbezogen werden. Es sollte eben nicht über die Köpfe hinweg entschieden werden, was sich über den Köpfen dann anschließend drehen soll. Viele betroffene Anwohnerinnen und Anwohner sind durch Lärm, Schattenwurf, verändertes Landschaftsbild und nächtliche Blinkfeuer von Windrädern belastet und sorgen sich in Teilen auch um ihre Gesundheit. All das, und das ist nicht verwunderlich, verringert deutlich die Akzeptanz der Windenergie bei den Betroffenen. Um hier nicht falsch verstanden zu werden, möchte ich eines noch mal klarstellen. Wir beabsichtigen mit unserem Antrag keineswegs eine Schwächung der Windenergie oder gar der Energiewende in Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, genau das Gegenteil ist richtig. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn sie von breiten Teilen der Bevölkerung unterstützt, mitgetragen wird und Vorbehalte vor allem gegen die Windenergie verringert werden. Deshalb machen wir uns in Brandenburg dafür stark, den Zuspruch für die Windkraft in der Bevölkerung durch stärkere Mitwirkungsrechte der kommunalen Ebene wieder zu erhöhen. Die Kommunen müssen das Recht zurückbekommen, selbst zu entscheiden, ob und wo sie Windkraftanlagen planerisch ermöglichen wollen. Deshalb ist diese Bundesratsinitiative auch Teil eines umfangreichen Maßnahmenpakets, das wir bei uns im Land auf den Weg gebracht haben, um ein faires Miteinander von erneuerbaren Energien und Bürgerinteressen zu ermöglichen. Es geht, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur mit den Menschen und nicht gegen sie. Wir verstehen unseren Entschließungsantrag als Initialzündung zur Stärkung der kommunalen Planungshoheit. Windkraftanlagen werden im Außenbereich nur dann zulässig, wenn die Kommune entsprechend Flächen in einem Bebauungsplan ausweist. Erforschung und Entwicklung der Windenergie wären weiterhin privilegiert zulässig. Wir hoffen, dass Sie unser Anliegen zur Stärkung der kommunalen Mitwirkungsrechte teilen und bitten um Unterstützung in den anstehenden Beratungen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Gesetzantrag zur Stärkung der planerischen Steuerung der Windenergienutzung und zur Wiederbelebung der Länderöffnungsklausel zur Vorgabe von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und zulässigen Nutzungen in den Bundesrat eingebracht, als eine von mehreren Maßnahmen, mit denen wir, vergleichbar wie das Land Brandenburg, die Akzeptanz für die Nutzung der Windenergieanlagen in der Bevölkerung erhalten wollen. Daher ist es wichtig, für die Entscheidungsträger vor Ort, für die Länder, für die Kommunen Spielräume zu schaffen, Windenergieanlagen an solchen Standorten zu planen, die die Bevölkerung weniger beeinträchtigen. Wie diese Spielräume auszugestalten sind und wie eine rechtssichere Lösung aussehen kann, sollte dabei der jeweilige Landesgesetzgeber entscheiden. Gegenwärtig ist dies wegen des starren Privilegierungstatbestandes in § 35 Absatz 1 Nummer 5 des Baugesetzbuches, Herr Ministerpräsident Dr. Woidke hat darauf hingewiesen, nicht möglich. Vorhaben, die der Erforschung, aber auch der Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, sind hiernach im Außenbereich privilegiert. Und mit unserer Bundesratsinitiative möchten wir wieder mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Länder erreichen, indem die Länderöffnungsklausel, die bis Ende 2015 in § 249 Absatz 3 Baugesetzbuch bestanden hat, wieder aufgelegt wird.
Dies würde den Ländern die zugegebenermaßen zeitlich befristete Möglichkeit geben, eine Gesetzesregelung zu schaffen, nach der Windenergieanlagen grundsätzlich nur dann privilegiert zulässig sind, wenn sie bestimmte Abstände zu anderen baulichen Nutzungen, insbesondere zur Wohnbebauung, einhalten. Dies würde den weiteren Ausbau in geordnete und akzeptable Bahnen lenken, und der Fokus könnte damit auch auf das Repowering dieser Anlagen gelegt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die nordrhein-westfälische Initiative greift darüber hinaus einen weiteren Punkt auf, mit dem die planerische Steuerung der Kommunen erweitert werden soll. Durch eine Neufassung des § 15 Absatz 3 Baugesetzbuch soll zur Sicherung der kommunalen Konzentrationszonenplanung die Zurückstellungsmöglichkeit von Genehmigungsanträgen bei besonderen Umständen um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Kommunen könnten so ihre Planungen unter geringerem Zeitdruck und mit größerer Sorgfalt durchführen. Dadurch soll die Steuerungsfähigkeit der Planungsträger gestärkt, eine höhere Absicherung der Planungen erzielt und insgesamt mehr Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht werden.